Hallo, ich möchte nochmal ein Video zur Organisation des Caves machen mit den Begriffen Direct Mapped, NYSS Set Associative oder Fully Associative. Ja, dann machen wir einfach mal los. Wir fangen an mit Direct Mapped. Diesmal habe ich keine Bildchen, sondern diesmal will ich alles zeichnen. Warum heißt der Direct Mapped Cache Direct Mapped? Um das mal erstmal vorweg in einem Satz zu sagen, weil es für jede Adresse nur genau eine Zelle im RAM gibt, die diese Adresse beinhalten kann oder die diese Daten dafür beinhalten kann. Um das jetzt mal zu erklären, mit Zeichen malen wir uns erstmal einen RAM auf. Und wir wollen uns mal unseren Cache aufmalen. Ich glaube ja, der Cache ist viel zu groß geworden. So, was wir erkennen ist, wir haben jetzt hier vier Blöcke im Cache. Wir sagen jetzt mal, das ist ein Block mit vier Words. Wir können hier mal Block reinschreiben. Und das ist unser RAM. Wir sehen, der RAM hat viel mehr Blöcke als der Cache. Das heißt, es wird natürlich nicht alles reinpassen. Okay, warum jetzt Direct Map Cache? Was heißt es, was ich eben gesagt habe? Wir wissen, dass, wir schreiben hier mal kurz Index 1, Index 2, Index 3 und Index 4 hin. Wir wissen natürlich, dass diese Daten, die hier im RAM drin stehen, über einen Teil der Adresse hier mit diesen Indizes, mit diesem Index hier übereinstimmt. Also hier irgendwo steht am Ende der Adresse eine 1 und deswegen ist hier die 1 gemeint. Also das solltet ihr schon wissen aus irgendwelchen Büchern oder sowas. So, das bedeutet aber, weil wir zum Beispiel hier nur die letzten zwei Bits für die Indexadressierung haben, wir haben ja nur vier Blöcke hier, kann es natürlich sein, dass es hier zu Überschneidungen kommt. Das heißt, dieser kann auf Block 1 zeigen und dieser kann auf Block 1 zeigen. Und warum jetzt direkt? Und das ist eben das Ding von eben. Diese zwei Blöcke hier, dieser und dieser, die können nur ausschließlich hier oben auf diesen Cache-Block zeigen. Die werden niemals hier drin, werden auch niemals hier stehen oder auch niemals hier. Das heißt, wenn ich sie suche, dann müssen sie zwangsläufig hier sein. So, aber dann machen wir jetzt kurz mal die Pfeile nochmal weg. So, dann kann ich nämlich mit der Erklärung weitermachen. Und was wir ja auch schon kennen sollten, ist, dass ich mache mal hier so einen schwarzen Strich dazwischen. So. Das soll die Abtrennung zwischen dem RAM und unserem Cache sein, weil das hier soll immer noch Cache sein. So, jetzt haben wir noch den Cache hier. Und hier steht auch irgendwas drin. Und dieses irgendwas ist das sogenannte Cache-Tag. Upsa. Weil wir wissen ja von dem, was wir eben gesehen haben. Oh, ich mache jetzt nochmal die Pfeile hin. Und da ist ja nicht die Pfeile. Ich schreibe mal hier eine 1 hin und hier eine 1. Das heißt, diese beiden hier können beide auf diesen Block zeigen. So, aber jetzt ist natürlich die Frage, welches von beiden steht denn nun zu welcher Zeit hier drinne? Und wie wir natürlich aus vorigen irgendwelchen Videos oder sowas kennen, erkennen wir das am Tag. So, nochmal Farbe gewechselt. Sagen wir, hier ist ein Kreis drinne, also das ist die Adresse Kreis und das hier ist die Adresse Viereck. Das soll ein Viereck sein. Und natürlich nur von diesem Teil der Adresse. Der Rest ist ja Index. So, und dann steht jetzt hier in unserem Tag Kreis drinne. Das heißt, wenn wir diesen Teil der, wenn wir diese Daten anfragen, dann sagen wir, okay, wir wollen im Index 1 was haben. Und vergleiche doch mal das Tag, ob das überhaupt das ist, was es ist. Ist da jetzt ein Kreis drinne oder ist es ein Viereck? Oder kann man es nicht erkennen, weil beides unglaublich gleich aussieht? Okay, das letzte war natürlich keine technische Sache. So, aber das ist eben diese Idee vom Direct Map Cache. Alle Daten, also diese Daten oder diese Daten, können nur in diesem Block sein. In keinem anderen. Ich muss da nicht irgendwie suchen. Und jetzt will ich mal direkt auf das Beispiel, das gegenteilige Beispiel, aufkommen. So, es sieht fast aus wie eben. Wir sind jetzt aber im Fully drinne. Und ich muss jetzt aber mal ein paar Sachen hier erstmal wegradieren. Zum Beispiel radieren wir diese 1 weg. Und das geht nicht. Und wir brauchen auch die ganzen Indizes hier gar nicht. So, was bleibt, ist eigentlich relativ wenig. Also, ich habe jetzt auch mal hier die Rahmen drumherum weggemacht, damit man sieht, das ist ein bisschen strukturloser. Gut, was ist der Fully Associative Cache? Voll assoziativ, was könnte das heißen? Das bedeutet, dass wir wussten ja eben aus dem Direct Map, dass diese Daten nur zum Beispiel in diesem Block sein können. Im Fully Associative ist es so, der ist voll assoziativ, nicht asozial, dass alle Daten überall sein können. So, das heißt, diese Daten, deswegen habe ich auch die Index-Bits weggemacht, die könnten jetzt hier sein. Und die könnten da sein. Und wenn ich sie nochmal abrufe, nachdem sie hier gelöscht wurden, dann können sie plötzlich da sein. Oder auch da. Das hat natürlich zur Folge, dass wenn ich diese Daten haben will, dass ich. Ich kann hier nichts adressieren, da sind ja keine Index-Bits oder sowas dran. Das sind ja alle weg. Und darüber kann ich das ja auch nicht. Also, ich habe überhaupt nichts zu greifen. Das bedeutet, ich kann nur sagen, okay, pass auf, hier ist der. Okay, ich wechsle mal die Farbe. Das war übrigens das Menü zur Hilfe. Ich kann nur sagen, okay, pass auf, hier ist der Cache.
Es könnte hier drin sein, es könnte hier drin sein, es könnte hier drin sein oder hier drin. Jetzt guck die doch mal alle nach und vergleiche mal hier, stimmt das Tag überein, stimmt das Tag überein, das Tag oder das Tag. Das muss ich alles machen. Das kostet auch alles sehr viel Zeit, weil ich muss ja die ganzen Tags hier, das sind ja lange Muster, die ich überprüfen muss. So, wieso macht man das jetzt? Wieso sollte ich einen Fully Associative Cache nehmen? Erstmal, normal macht man es wahrscheinlich nicht, weil es einfach viel zu lange dauert. Aber es gibt Fälle, wo es Sinn macht. Nämlich zum Beispiel, wenn ich, wie in dem Direct Mapped Beispiel, ich gehe nochmal zurück, hier konnten diese Daten hier sein und diese Daten konnten hier sein. Das heißt, wenn erst diese Daten geholt werden, dann diese Daten, dann diese Daten, dann diese Daten, dann gibt es ständig einen Cache-Miss. Wenn wir aber hier sind, dann haben wir, sind alle Daten, alle letzten, zum Beispiel in diesem Fall vier benutzten Daten, sind immer im Cache. Ich radiere hier mal ein bisschen weg. So, und das auch noch, und das auch noch. Okay, das heißt, wenn wir jetzt unser Programm ablaufen, dann, okay, wir rufen zuerst diese Daten ab. Also, eigentlich kann man den Pfeil ja gar nicht zeichnen. Eigentlich rufen wir nur die Daten ab. Es gibt einen Cache-Miss, der sagt, hier, Cache ist leer, pass auf. Okay, dann holen wir jetzt die Daten mal hier rein. Okay, dann holt er die Daten von hier ab. So, jetzt stehen diese Daten hier drin. Sagen wir, das ist ein Kreis, also steht jetzt hier ein Kreis drin. Gut, die nächsten Daten ist ein Strich von links nach rechts. Gut, guck mal im Cache, ist das irgendwo hier drin? Nee, ist alles nicht drin. Dann schreib mal hier die Daten. Oh, ist der falsche Strich. Schreib mal hier die Daten mit dem Strich rein. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten. Das ist der Strich. Ist auch wieder ein Cache-Miss, weil ist ja nirgends vorhanden. Und dann schreibt man das rein. Und der nächste ist, wir machen jetzt keinen Kreis, wir machen jetzt ein Sternchen. So, und dann ist das auch nicht vorhanden. Und dann schreib hier mal die Daten fürs Sternchen rein. Wobei, oh, das ist ein schlechtes Sternchen. So, schnell nochmal neu gemalt. Wobei, ist natürlich jetzt ein, also man muss natürlich dran denken, dass hier, ich habe jetzt zwar die Muster hier reingemacht, die müssten eigentlich ins Cache-Tag, aber ich will damit klar machen, also die könnten jetzt, diese Daten, das sind die letzten, nicht die Adressen, sondern die Daten von den Adressen, sind die letzten Sachen, die hier, sind die Sachen, die hier drin stehen. Und wenn ich jetzt in diesem Befehl zum Beispiel wieder auf den Kreis zugreifen möchte, dann gucke ich nach, wobei, wir können das jetzt mal hier kurz nachzeichnen, sonst komme ich hier mit meiner Analogie durcheinander. So, wenn ich jetzt hier im nächsten den Kreis habe, dann sagt er, okay, guck mal hier rein, guck mal hier rein, guck mal hier rein, guck mal hier rein. Ach so, hier ist ja übrigens der Kreis, erkennen wir am Tag. Also sind das die richtigen Daten. Flups! Und los. Also ich habe keinen Cache-Miss, sondern einen Cache-Hit. Das heißt, ich habe zwar einen relativ großen Aufwand, um alles nachzugucken, habe aber im Grunde immer die letzten vier Informationen, die ich abgerufen habe, im Cache, weil ich hier vier Blöcke habe. Und umso größer der Cache ist, desto mehr Informationen habe ich im Cache. Aber wie gesagt, es ist sehr aufwendig und deswegen nimmt man sozusagen die Mitte von beiden. Da hat man Tests gemacht und die Mitte ist sozusagen das Bessere. Und jetzt machen wir das Fully mal hier oben weg und schreiben da mal N-Way hin. So, was ist jetzt N-Way Set Associative? Wir können es auch noch unterstreichen. Was wir also nicht wollen, ist für alle Blöcke immer hier alle Tags vergleichen. Also müssten wir das irgendwie, wäre es ganz cool, wenn wir es irgendwie zusammenfassen könnten. Und genau das machen wir auch. Ich mache am besten auch mal hier die zwei grünen Pfeile weg. So, wir sagen jetzt einfach, wieso fassen wir das beides hier nicht zu einer Gruppe zusammen? Und das beides auch. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, okay, wenn jetzt zum Beispiel diese Daten und diese Daten, um jetzt vom vorigen Beispiel wieder hinzukommen, können hier stehen. So. Und diese Daten, upsa, und diese, nicht diese. Und diese Daten könnten zum Beispiel hier drinnen stehen. In dieser Gruppierung. Ich nenne es mal Gruppierung. So, das heißt, im Endeffekt müssen wir immer noch, wenn wir dieses hier adressieren, so wie eben beim Fully Associative, müssen wir immer noch die Tags hier vergleichen, die wir haben, damit wir wissen, welchen von den Blöcken, die wir denn jetzt haben. Also, ob das jetzt, ob dieser Speicherblock jetzt hier drin gespeichert war oder ob er jetzt hier drin gespeichert war, wissen wir ja nicht. Aber wir haben den Vorteil, wir müssen diese zwei hier nicht mehr testen. Und das spart uns erheblichen Aufwand oder Zeit dann im Endeffekt. Und diese zwei Kasten, die ich darunter gezeichnet habe, das ist ein Set einfach nur. Das ist das, was man als Set bezeichnet. Uah, so Set. Wir können auch nochmal kurz zurückgehen zum Direct Map Cache. Um die Sache mit dem Set hier nochmal auch anzusprechen, wäre das dann in diesem Fall, das hier ist eine Gruppierung. Eine Gruppierung, aber nur aus einem eben. Also eine Gruppierung kann ja auch aus einem bestehen. Und deswegen ist es, an dieser Stelle wird dann auch klar, wieso es Direct heißt, weil eine Stelle, die ich adressiere, kann nur hier sein.
Im Anyway Set Associative kann es aber hier sein oder hier sein. Das heißt, es ist nicht genau definiert. Der Fully, den habe ich leider schon wegradiert, den kann ich euch jetzt nicht mehr zeigen. Aber ihr könnt ja zurückspringen. So, und das hier ist eben der Anyway Set Associative, wo ich n, also in diesem Fall zwei Wege habe, die ich gehen kann, sag ich mal, um die richtigen Daten zu finden. Anyway Set Associative. Und der volle ist halt, sag ich mal, da habe ich alle Wege, um die richtigen Daten zu finden. Deswegen sagt man auch, ich kann das hier mal kurz nochmal wegradieren. Vorher habe ich alles wegradiert. Deswegen sagt man auch beim Fully Set Associative, dass alles, beim Fully Associative, dass alles in einem Set ist. Und weil ja ein Set da ist, habe ich keine einzige Adressierung mehr für ein Set. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, hier hatten wir ja vier Sets. Das heißt, ich adressiere diesen Set, dieses Set. Und diese, ich fand es immer ein bisschen schwierig, Set-Adressierung, Block-Adressierung. Und beim Direct Map Cache ist es egal, da ist es, das Set ist der Block. Nur beim Anyway oder beim Fully Associative wird es dann wieder interessant, weil wir im Fully-Fall, so wie wir das jetzt hier gezeichnet haben gerade, könnten wir den Block eigentlich gar nicht mehr adressieren. Wir haben keine Chance, den Block zu adressieren. Wir können nur das Set adressieren. Aber da es nur ein Set gibt, brauchen wir nicht zu adressieren. Das heißt, es wird alles über das Tag gesteuert. Und wenn wir jetzt wieder beim N-Way sind, jetzt zum Beispiel beim 2-Way Set Associated, dann haben wir eben wieder zwei Sets, die wir verschieden adressieren können. Und das war es im Grunde auch schon. Auch wenn das schon wieder sehr lang geworden ist, dieses Video.